heute ein bisschen andere Runde unterwegs. Virtuelles Pressegespräch haben wir es genannt. Liegt auf der einen Seite daran, dass Markus Feldhoff, unser Cheftrainer, schon mit der Mannschaft in Würzburg verweilt und auf der anderen Seite natürlich auch die Quasi-Quarantäne ansteht und dann in der nächsten Woche auch die Quarantänesituation in Gänze, wo wir natürlich auch intern versuchen, die Kontakte zu minimieren. Und entsprechend haben wir das jetzt mal als virtuelles Pressegespräch definiert und es auch ganz locker halten und sich ein Gespräch entwickeln lassen. Insofern freuen wir uns auf eure Fragen. Ihr könnt euch entweder selber freischalten oder auch die Hand heben, dann würden wir es übernehmen. Müsste nur jemand den Anfang machen. Also nochmal zur Erinnerung, wir spielen morgen gegen die Würzburger Kickers. Ja, moin zusammen, dann mache ich das mal. Ich habe noch aufs Eingangsstatement gewartet, das offensichtlich ja dann auch jetzt nicht stattfindet. Nicht schlimm. Moin, Herr Feldhoff, zwei Fragen. Das erste: Wo sind Sie jetzt genau? Also, ich schätze mal Hotel in der Nähe von Würzburg. Und vielleicht können Sie ein bisschen zum Ablauf jetzt noch sagen vorm Spiel. Wahrscheinlich wird ja noch trainiert heute und dann wird uns natürlich die personelle Situation interessieren. Wie Sie das Spiel angehen, wer fehlt und wer vielleicht zurückgekommen ist, hoffentlich. Ja, guten Morgen in die Runde. Wir sind direkt in der Nähe von Würzburg, 500 Meter von dem Trainingsplatz entfernt. Gestern 5 Stunden 15, glaube ich, inklusive einer kurzen Pause. Die Anreise war in Ordnung. Wir haben bis um 10:30 Uhr noch die Gegnervorstellung, gehen schon mal auf Standards ein. Anschließend noch ein kurzes Training, 45 bis 60 Minuten. Den Nachmittag müssen wir da noch ein bisschen rumbringen. Trotzdem merkt man halt immer wieder, dass dieser Tag früher einfach schon Gold wert ist. Wir haben halt diese Müdigkeit, sowohl die körperliche als auch die geistige, so ein bisschen lässt man hinter sich an den Tag. Heute spielen, merkt man ja selber, wäre dementsprechend anspruchsvoller. Von daher bin ich nach wie vor sehr dankbar, dass der Verein ermöglicht, dass wir den Tag erreisen, dass wir wirklich alles dafür tun, um morgen bereit zu sein. Morgen ist dann eigentlich nur noch aufstehen, kurze Besprechung vorm Spiel. Wir haben natürlich jetzt die 2 Wochen auch intensiv genutzt, um aufzuarbeiten, zu analysieren, das hinter uns zu lassen, zum einen, was vorher war, uns auf das zu fokussieren, was jetzt in den letzten Wochen ansteht. Hoffentlich dann die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben und auch sehr viel gesprochen haben, was jetzt langsam so ein bisschen zu Ende geht, dass wir dann langsam am Samstag Taten folgen lassen müssen. Personelle Situation kann ich vielleicht kurz durchgehen. Am Ende wissen alle, Jero Groth und Junior Bappo nicht dabei. Ludo Reis ist wieder dabei, startet morgen. Etienne Amenido hat die ganze Woche voll trainiert, ist auch ein Startkandidat für morgen. Die eine oder andere Veränderung wird es geben in verschiedenen Bereichen, aber da möchte ich heute eigentlich noch nicht drauf eingehen. Ich hoffe, dass alle Fragen beantwortet waren. Wir haben gemerkt, dass Sie viel analysiert und aufgearbeitet haben in den letzten 2 Wochen. War ja ganz gut, dass die Pause da war. Worum ging es da genau und woran hat man in den 2 Wochen dann jetzt gezielt gearbeitet? Es ist ja grundsätzlich so, dass man ja permanent analysiert. Es wird ja auch jeder Prozess kontrolliert, hinterfragt, ob das richtig ist. Das kommt natürlich bei den Spielen direkt nacheinander alle 3 Tage ein bisschen zu kurz, wo man dann einfach gar nicht die Zeit dafür hat. Deswegen muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen glücklicher gewesen darüber, dass jetzt 2 Wochen Zeit waren. Die erste Woche war einfach wirklich dafür da, diese 5 Spiele in den 14 Tagen körperlich zu verarbeiten, geistig natürlich auch dementsprechend zu verarbeiten, weil ja viele Rückschläge dabei waren, die schon wehgetan haben. Um dann übers Wochenende, Samstag, Sonntag, nochmal 2 freie Tage haben, den Kopf frei zu haben, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, wie wir in die letzten 3 Spiele gehen, so locker wie möglich. Weil es liegt ja eher so ein bisschen bei uns daran, dass der Druck sehr groß ist. Man kann die Spiele ja auch nicht mehr kleinreden. Jeder weiß, worum es geht, wie wichtig das Spiel morgen für uns ist. Von daher geht es eher darum, so ein bisschen, wie gesagt, die Lockerheit reinzukriegen, diesen Fokus auf einen sportlichen Wettkampf. Weil wir reden im Endeffekt darüber, dass wir alle gerne Fußball spielen und Fußball ist und bleibt ein sportlicher Wettkampf, in dem man einfach als Sieger vom Platz gehen will. Und wir sind in einer Liga, wo wir alle hier den Anspruch haben, in der Liga spielen zu können, zu wollen. Und diesem Anspruch müssen wir jetzt einfach gerecht werden. Das in dem Wissen, dass wir es nicht mehr in der Hand haben, dass wir die Zügel nicht in der Hand haben. Aber es für uns schon darum geht, in dem Moment, wo die Tür wieder aufgeht, da sein zu müssen. Also grundsätzlich haben wir schon sehr viele Dinge besprochen, nochmal erarbeitet und werden das eine oder andere morgen auch ein bisschen anders machen. Einfach aus der Überzeugung, den richtigen Weg jetzt für diese letzten 3 Spiele zu finden.
Ich glaube, Carsten Thier hatte eine Frage. Carsten kann sich im Zweifel auch selbst freischalten, aber jetzt mal Du übernommen. weißt ja, ich bin alt und kann das noch nicht so. So, Felle, das 2 zu 3 im Hinspiel war ja irgendwie so wie ein Knackpunkt in dieser Saison. Steckt das noch irgendwo im Hinterkopf der Spieler drin oder? Ja, das habe ich jetzt auch gehört, dass das so ein bisschen der Einstieg war in diese Negativserie, ne? Das ist ja nicht zu leugnen, aber es kann jetzt auch ein Einstieg sein in eine gute Schlussphase. Vielleicht schafft man ja dann gerade den Turnaround. Ich sage wieder so ein bisschen, wir sind im Bayern-Auswärtsspiel. Das ist für uns eh gefühlt, seitdem ich da bin, ein anderer Ansatz, weil diese Heimbilanz, da wird ja niemals einer eine Erklärung für liefern können. Außer jetzt sind wir, seitdem ich da bin, ungeschlagen. Wir brauchen aber morgen nicht, eigentlich nicht nur einen Punkt, sondern wir brauchen drei. Der Gegner ja genauso. Von daher müssen wir einfach mal gespielt gegen den Tabellenletzten. Man muss jetzt einfach sagen, das ist die einzige Mannschaft, die hinter uns steht. Und ich spiele lieber gegen den Letzten als gegen den Ersten. Und wenn wir irgendwo unserem Anspruch gerecht werden sollen und wollen, den ja jeder hier formuliert, dann müssen wir dem halt irgendwann auf dem Platz auch gerecht werden. Und das nicht mit irgendwelchen Statements vorher, nachher oder was wann war, sondern halt morgen ab 13 Uhr auf dem Platz. Und inwieweit noch der eine oder andere an diese Spiele zurückdenkt, man muss dann, das war ja auch hier gegen direkte Konkurrenten, wo Spiele dann eher sehr negativ gelaufen sind. Aber das spielt halt auch für morgen wieder keine Rolle. Können Sie ein bisschen sagen, wie sich für Sie persönlich die Arbeit im Alltag verändert hat, nachdem Florian Fulland ja seit dem Wochenende, meine ich, oder vielleicht auch schon ein, zwei Tage zuvor ja nicht mehr zum unmittelbaren Trainerteam jetzt dazugehört? Ja, Florian war ja eigentlich schon nach dem Spiel gegen Kiel nicht mehr dabei, weil er zum Fußballlehrer war, die ganze Woche nicht da war und eigentlich an keinem Training mehr teilgenommen hat. Also in der Form einfach, dass ich die komplette Trainingsarbeit halt eigentlich mit Tim zusammen durchführe. Vorher habe ich ja ein bisschen mehr übergeben und delegiert und eigentlich viel zugeguckt. Und jetzt bin ich halt deutlich mehr drin. Das war ja auch einer der Punkte, warum die Entscheidung dann so gefallen ist, um einfach in jeder Trainingsarbeit, in jedem Geschehen drin zu sein und einfach die Sachen so zu 100% weiterzugeben, wie ich glaube, wie wir es machen müssen. Ist das auch ein Stück weit, dass man dann für Sie ist so ein Schritt, dass man auch enger zusammenrückt in irgendeiner Art und Weise? Ich glaube, dass der Schritt für mich persönlich zum Beispiel nicht notwendig war, dass ich sehr, sehr nah dran bin. Also ich muss sagen, dass ich die gesamte Mannschaft unfassbar schätze. Also das, was ich hier menschlich angetroffen habe, wie ich die Leute kennengelernt habe, bin ich sehr nah dran. Wir sind eigentlich, also es ist halt eine tolle Gemeinschaft, das muss man sagen, ne? Wo ich persönlich jetzt auch wieder als Fazit so ein bisschen sage, vielleicht ein Tick zu viel. Manchmal würde uns allen einfach ein bisschen mehr Abstand und dieser Tick Professionalität und nicht dieses im Herzen bei allen dabei gut tun, weil ich sage auch, dass eine Mannschaft, die einfach nur Profi ist, man, wir sagen ja mal, also es gibt ja häufig Diskussionen, dass es immer mehr Söldnertum wird in der Bundesliga und so weiter, jeder zieht weiter. Da sage ich, hier ist genau das Gegenteil. Also das, was hier an Mannschaft ist, an Truppe ist, ist genau das Gegenteil von dem. Und das hemmt dich halt auch, ne, weil Erwartungshaltungen dann gerade in Heimspielen groß sind und du vielleicht an deinen eigenen Erwartungshaltungen, wie du es allen anderen recht machen willst, einfach eher dran scheiterst. Weil ich sage, wenn wir nur Profis hätten, verlieren wir keine 13 Heimspiele. Also dazu kommt, vielleicht kann ich gleich noch ein bisschen ergänzen. Also ich wünsche mir nichts mehr, als mit dieser Truppe oder einem Kern aus dieser Mannschaft, wo wir ja wissen, dass am Saisonende viel passieren wird, mich aber auf eine Zweitligasaison gemeinsam vorbereiten zu können, nochmal, um dann einen gemeinsamen Weg zu finden, mit dem man dann dauerhaft erfolgreich sein kann, um sich in dieser Liga zu etablieren. Und dafür müssen wir halt jetzt einfach nochmal versuchen, diese Chance, die sich dann hoffentlich nochmal eröffnet, für uns dann zu nutzen und die Möglichkeit zu haben. Hier weitere Themen, weitere Fragen. Können Sie insofern, sorry, Hermann, letzte von mir dann auch, können Sie ein bisschen was sagen zu der Gemeinschaft, mit der Sie jetzt eben in Würzburg sind? Also haben Sie jetzt so einen 20er-Kader schon zusammen oder sind mehr Spieler dabei? Oder ist schon jemand sicher zu Hause geblieben, den wir dann sozusagen morgen halt auf jeden Fall nicht im Kader erwarten können? Nein, das ist der Spieltagskader. Im Endeffekt nehmen wir in der Regel drei Torleute mit bei den weiteren Fahrten, wo wir dann trotzdem nur zwei im Kader sind, aber es ist der Spieltagskader. Und können Adam Sie. Susac nicht dabei, Tim Möller nicht dabei, das sind eigentlich die, die noch in Frage gekommen wären. Sebastian Klaas ist im Kader. Das sind vielleicht die so ein bisschen am Rande, wo die Fragen aufgekommen wären. Alles andere, glaube ich, ergibt sich eigentlich. Okay, Und Klaas ist keine dabei. Verletzungen hatten, genau, hatten 24 Spieler im Training, Luke Ihorst hat Teilbelastung gehabt. Also 24 Spieler waren da und Marco Scheel und Luis Spreckelmeier sind ja irgendwie so ein bisschen außen vor momentan. Alles klar, vielen Dank.
Ich glaube, Hermann Schmidt hatte eine Frage. Genau. So, bin ich drauf? Ja. Hören Sie mich? Ja. Ja. Herr Feldhoff, ich würde gerne mal Ihre Einschätzung zu Stärken und Schwächen der Würzburger Kickers vor dem Spiel wissen. Also Mannschaft, die noch deutlich weniger Punkte hat, also die hat natürlich dementsprechend viele Schwächen. Ne? Die haben über die Saison ja sehr, sehr viele Spiele eingesetzt, haben für sich wahrscheinlich auch den Anspruch gehabt, alles zu versuchen, mehrmals zum Trainer getauscht. Versuchen Fußball zu spielen, haben dadurch relativ bieten auch Situationen für den Gegner Ballgewinne zu haben. Es ist immer so ein Thema, jede Mannschaft hat ja gewisse Stärken und Schwächen, wo ich immer wieder sage, wir müssen gucken, dass wir unsere Stärken oder unsere Schwächen minimieren. Das heißt, wir sind uns der Risiken bewusst, so wie wir morgen spielen, wissen wir, welche Risiken wir eingehen und wissen auch, welche Chancen sich uns bieten. Das Spiel wird insgesamt ein Tick offensiver ausgerichtet sein morgen und wir wollen einfach, wir scheitern ja auch aus meiner persönlichen Sicht immer wieder daran, dass wir einfach nach vorne zu wenig Situationen uns schaffen, zu wenig Tore eigentlich erzielen. Und die Gegentore resultieren ja auch immer wieder daraus, wenn man nach vorne nie diese Entlastung bekommt, diese Selbstsicherheit, weil man mal führt, müssen wir einfach sehen, dass wir nach vorne was machen. Und auch da wird sich bei Würzburg sich dementsprechend Räume ergeben. Und unsere Spieler, die eine gewisse Qualität in der Offensive haben, 1-gegen-1 Situationen zu lösen, müssen sich einfach dementsprechend durchsetzen. Also ich Stärken, Schwächen, das ist immer ein sehr interessantes Thema, auf das wir auch immer extrem intensiv eingehen vorher. Die Frage ist halt, wie genau kann man Dinge vorher planen und um die dann zu nutzen. Also die Sachen sind alle bekannt, die Frage ist, wie wir es dann auf dem Platz umsetzen. Ich hoffe, dass das ausreichend ist. Ja, danke. Lars Reinefeld. Ja, können Sie schon ein bisschen was zu der Zeit nach dem Würzburg-Spiel sagen? Nächste Woche beginnt ja diese feste Quarantäne. Überlegt ihr vor dem HSV-Spiel dann nochmal auch irgendwie außerhalb Osnabrück ins Hotel zu gehen oder wie sehen die Planungen dafür aus, sodass erstmal alles nur auf Würzburg gerichtet ist? Nee, die Planungen sind natürlich weiter. Ich weiß nicht, Sebastian, ist das schon offiziell kommuniziert, dass wir ab Mittwoch in Ankommen sind? Spätestens jetzt, aber ja, wir haben es vorher auch schon kommuniziert. Ja, also dass wir das Quarantäne-Training sage, es geht darum, eher einen Ort zu wählen, der so ein bisschen eine Umgebung bietet, wo man vielleicht auch mal spazieren gehen kann draußen, wo sich der Stadtkern halt nicht unbedingt anbietet. Von daher ist die Entscheidung auf Ankommen gefallen, was wir dann als unseren Standort wählen, von dem aus wir dann zum HSV-Spiel reisen und halt andererseits dann auch nach Aue reisen. Vielleicht kurz ergänzen, Planungen darüber hinaus sind natürlich angestellt, aber nicht konkretisiert und auch nicht kommuniziert. Dann würde ich sagen, danke für die Teilnahme, Markus. Danke natürlich auch den zugeschalteten Journalisten. Besondere Situation dann jetzt so ein virtuelles Pressegespräch, aber irgendwie sind wir an diese ganzen Themen ja gewohnt und hoffen, dass das möglichst bald dann auch wieder in normaler Runde stattfinden kann. Ansonsten vielen Dank und allen einen schönen Tag und spätestens bis morgen aus Würzburg.